Nach Lavinias Job aus, Mama Wolny verpasst ihr einen Lauf. Da konnte sich, 18, wohl auf einen Satz heiße Ohren einstellen. Die Tochter der Kultmutter Sylvia Wolny, 53, hatte einen großen Wunsch, sie wollte den Führerschein machen. Doch ohne Fleiß keinen Preis. Ihre Mama organisierte ihr einen Aushilfsjob bei einem Freund der Familie in einem Baumarkt. Aber schon am zweiten Tag tauchte der Teenie dort nicht mehr auf. Als ihren Nachwuchs zur Rede stellte, eskalierte die Situation komplett. In der neuesten Folge der Reality-TV-Show Die Wolnys, eine schrecklich große Familie, flogen jetzt die Fetzen. Die Einstellung der während der Dreharbeiten noch 17-Jährigen ging der Sängerin gehörig gegen den Strich, die wusste, dass sie heute wieder arbeiten sollte. Hör mal, die Alte zwiebelt nicht mehr sauber. Komma Lavinia, jeder fängt mal klein an und muss Jobs machen, die man nicht mag. Du musst dich hocharbeiten, erzürnte sich die elffache Mutter, als sie von den Schwänzereien von hörte. Von Einsicht fehlte bei dem Großfamiliennachwuchs aber an allen Enden, es geht mir mega auf die Nerven, dass mir jeder vorschreibt, was ich machen soll. Ich werde bald 18 und dann mich jeder mal. Dann kann ich machen, was ich will. Doch lange hielt der Streit der beiden Powerfrauen nicht an. Als sie eine Nacht darüber geschlafen hatte, sah die Sache schon ganz anders aus. Entschuldigte sich bei der 53-Jährigen und besorgte sich einen eigenen Job. Ich gehe jetzt mit einer Freundin Flaffer teilen. Da gibt es nicht so viel Geld, aber das ist etwas, was ich selber machen will. Das wurde akzeptiert und mit einer Umarmung der Streithennen besiegelt.